So, der nächste ist dran. Wir haben ja gerade den Max, der Max den zweiten, den lieben Schwarz-Weißen hier gehabt. Nun sind wir bei dem kleinen, süßen Odi. Ist ganz meine Schema. Ich liebe so kleine Hunde und auch die Färbung. Klasse. Ich hatte einen Hund, das war ein Jack Russell und der hatte fast das gleiche Gesicht, Kopf. Ich gleich mal kurz einblenden, nur mit Schwarz-Weiß, genau, mein Rocky. Ach nee, auch so ein kleiner Knubbel dabei, schön. Liebe die kleinen Hunde. Okay, Odin. Oder Odi, Odin. Odi ist Mischling, sieht man. Klein, mittel, 12 Kilo am. Mein jetziger Jack Russell ist 8 Kilo am. Vielleicht ein bisschen, ja, nicht, so dick ist er nicht. Etwas größer als Jack Russell, glaube ich. So, Odi ist seit dem 14.02.2024 bei uns in Polen. Er wurde gefunden, aber trotz vieler Anzeigen kam niemand, um ihn abzuholen. Schade. Odi ist ein lieber, eher ruhiger, sanfter Hund, der sich gut mit seinen Artgenossen versteht. Obwohl er in einer wirklich guten Verfassung ist, sind seine Adoptionschancen aufgrund seines Alters bei uns gering. Sieht aber gar nicht mehr so alt aus, ne? Ja gut, circa 2015, 9 Jahre, Halbzeit. Bin ja locker, 15, 16, Jungs. Danke, Dirk. Rettungspartner, ja, schönes Bild. Klasse. Nehmen wir so einen Kumpel. Jetzt schauen wir mal, der ist auch in Gelnhausen. Da habe ich schon mal geguckt. Netter Senior, hofft auf Chance. Genau, Rudi. Von Artgenossen, Terrier Mischling, ja, auf jeden Fall. Wie sagt meine Frau immer, Terrier kommt von Terror, aber liebe Tiere, absolut liebe Tiere. Mit Kindern, keine Angaben, keine An Katzen, nicht bekannt, aber naja, wird schwer. Genau. Willst du wissen, okay, alles klar. So, das ist Odi. Odi ist circa 9 Jahre alt. Jack Russell Größe, denke ich mal, circa 12 Kilogramm schwer, super süßes Gesicht, ein Rüde, sehr nett, sehr lieb, versteht sich gut mit Artgenossen, ist aktuell im tollen Tierheim in Gelnhausen. Ich verlinke das Tierheim unten drunter mal, auch das polnische Tierheim, tolles Tierheim, wenn jemand will, gerne spenden dort. Natürlich auch das Tierheim Gelnhausen kann man gut unterstützen. Jeder, der etwas für Tiere tut, sollte Unterstützung erfahren. Genau, netter Senior, hofft auf seine Chance. Ja. Vielleicht in nächster Zukunft hat jemand einen kleinen, schönen Platz für den kleinen Wurm. Sieht auf jeden Fall süß aus. Schöne Zeichnung, schönes Gesicht. Odin, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du findest eine Familie. Ciao.